Hi, ich bin der Tex, professioneller Drum-Tech aus Deutschland, arbeite für internationale Bands und auch nationale Bands. Heute sind wir hier und präsentieren die Unica-Serie von Tamburo Drums. Wer es etwas höherpreisiger will, sollte sich unbedingt die Unica-Serie anschauen, denn hier haben wir ganz besondere Features, auf die wir jetzt ein bisschen näher eingehen. An der Unica-Serie ist das Besondere, dass wir hier eine Sandwich-Bauweise haben. Die Sandwich-Bauweise besteht aus drei Schichten, eine Außenschicht, eine Innenschicht und die mittlere Schicht ist eine dreilagige italienische Pappler-Schicht. Italienisches Pappler klingt sehr dominant, sehr präsenzvoll und druckvoll. Das Besondere an dem Verfahren ist, Tullio Granatello hat ein High-Pressure-Laminate-Verfahren entwickelt und dieses Laminate-Verfahren ist quasi die Verstärkung des Kessels und somit haben wir einen ganz besonders harten Kessel, der trotzdem in der Resonanz unfassbar schwingen kann. Hier setzt sich natürlich das italienische Design, was wir so wollen, durch und das ist eine einzigartige Bauweise, die es nur bei Tamburo Drums so gibt. Und das Besondere hier bei den Kesseln ist auch das Böckchensystem. Wir haben hier ein Strong Traction Lug System, was Tamburo so entwickelt hat. Im Endeffekt arbeitet das Strong Traction Lug System wie ein Free Floating System. Hierbei sind die Böckchen am Kessel verschraubt, haben aber eine hohe Spannkraft über den Spannreifen. Die ganze Energie entwickelt sich aber nicht auf den Kessel, sondern übertragt sich hier auf das Leerrohr. Und somit kann im Endeffekt ganz hohe bzw. ganz tiefe Stimmung erzeugt werden, bei trotzdem voller Resonanz. Die Tamburo Drums Unica Serie kommt hier in 14 verschiedenen Finishes und 5 verschiedenen Set-Konfigurationen, wobei ihr die Set-Konfiguration auch individuell bestimmen könnt. Ihr könnt bei den Toms zum Beispiel aus verschiedenen Tiefen und Diametern wählen. Ihr habt hier eine Option von 8 Zoll bis 18 Zoll an den Toms und einer Tiefe von 7 bis 18 Zoll in der Tiefe. Das hier zum Beispiel ist das Fantasy Blue Finish. Das könnt ihr aber auf der Tamburo Webseite nochmal extra nachgucken und für euch die individuelle Farbe bestimmen. Und wie das Set hier so klingt, das kann ich euch jetzt zeigen.